Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 13 meines Adventskalenders. Ich habe heute ein Zimmer nur mit dem Pack Jahreszeiten gebaut und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, wir befinden uns wieder mal in meinem Adventskalenderhaus und diesmal habe ich ein Zimmer mit sehr hohen Wänden irgendwie ausgewählt, aber ist auch mal eine Challenge, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spiele am meisten eben mit der Wandhöhe ganz niedrig, also mit der niedrigsten Wandhöhe, die es überhaupt gibt. Und in diesem Raum habe ich dann erstmal geschaut, was es denn für Objekte mit dem Jahreszeitenpack gibt und habe auch erstmal ein paar willkürliche Objekte in den Raum gestellt. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass es keine Küche in dem Sinn gibt, sondern nur Möbel für ein Badezimmer und für ein Schlafzimmer. Auch ein paar Sachen für ein Wohnzimmer und einiges an Deko. Ja, und diese Objekte habe ich dann eben in diesen Raum platziert. Natürlich habe ich auch einen Weihnachtsbaum platziert, der durfte natürlich nicht fehlen. Denn es geht echt mit großen Schritten auf Weihnachten zu, gar nicht mehr lange. Die Hälfte der Vorweihnachtszeit ist ja schon geschafft. Und ich war überrascht, wie viele schöne Objekte es doch gibt mit diesem Pack. Und ich war auch echt überrascht, dass ich dieses Zimmer doch recht voll bekommen habe. Natürlich würde jetzt ein Sim in diesem Raum an sich nicht überleben, weil irgendwann wäre wohl der Hunger sehr, sehr groß. Aber man kann sonst alle Bedürfnisse stillen, bis auf das Sozialbedürfnis, okay, aber sonst Hygiene geht, denn ich habe nebenan eben noch ein kleines Badezimmer gebaut. Und auch das Schlafbedürfnis kann man da super stillen. Sowie auch den Spaßfaktor mit den Büchern zum Beispiel. Ja, und die Deko ist natürlich unglaublich schön, hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich habe das Ganze versucht, so in diesen blauen Tönen zu halten. Hab dann auch noch einen Schneemann platziert, der mir sehr gut gefallen hat. Bei manchen Sachen musste ich vielleicht auch ein bisschen improvisieren, weil ich jetzt nicht so wahnsinnig viele Sachen hatte. Aber ich finde, es ist trotzdem ein ganz schöner Raum geworden. Und ja, diesmal ist das Video zwar ein bisschen kürzer, ich hoffe aber trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und verabschiede mich hier schon mal, wünsche euch noch einen wunderschönen 13. Dezember. Und wenn ihr wollt, bis morgen wieder. Ciao!